Servus Radfreunde, heute möchte ich eine Radtour machen, die ich schon seit 2 Jahren im Kopf habe und bisher habe ich mich irgendwie noch nie dazu durchgerungen, die durchzuführen. Und zwar möchte ich mal mit dem Fahrrad an Straßburger Münster fahren. Bisher war der Grund, dass ich nicht dorthin fahre, weil der Radroutenplaner Baden-Württemberg einfach nicht bis zum Straßburger Münster die Strecke planen kann. Jetzt habe ich es geschafft, mit Google Maps einen GPS-Track zu erstellen, hin bis zum Straßburger Münster. Über den Ruhestein geht es runter ins Rheintal bis nach Kehl, an die Rheinbrücke. Dort stand ich schon auf meiner Kinzigtour und dieses Mal werde ich die überqueren und rein in die Straßburger Innenstadt fahren, zum Münster. Und anschließend geht es zurück in Richtung Kinzigtal nach Gengenbach. Dort ist geplant, mit der Bahn zurückzufahren. Je nachdem, wenn es zeitlich reicht, fahre ich vielleicht noch ein Stück weiter Kinzig aufwärts. Aber momentan der Stand in Gengenbach, Ende die Radtour, mit der Bahn geht es zurück. Somit heute eine relativ entspannte Radtour. Aber ich habe die Kamera dabei und es gibt bestimmt viele schöne Eindrücke, die ich festhalten werde und euch zeigen kann. Dass ich ins Rheintal komme, bedeutet auch, dass ich das Murgtal queren muss. Und dieses Mal möchte ich wieder die schöne Variante machen. Über Obertal, Mitteltal, in Richtung Ruhestein, durch die Rotmolkschlucht. So ist momentan der Plan. Ich bin die Strecke einmal gefahren, war landschaftlich sehr schön und sehenswert. Dann stehe ich oben auf dem Ruhestein und von dort aus geht es dann erstmal 600 Höhenmeter circa bergab ins Rheintal. Da uns heute Nacht unsere Tochter im 2-Stunden-Takt wach gehalten hat, ist es auch ganz passend, dass die Tour heute nicht ganz so anstrengend ist, weil ich körperlich einfach nicht in Topform bin, relativ übermüdet. Und deshalb gehe ich die Tour heute auch ganz entspannt an, ohne ambitionierte sportlichen Hintergrund. Und trotzdem zeigt mein Navi immer noch 104 zu fahrende Kilometer an. Das bei 1000 Höhenmetern. Somit hat die Strecke doch einen gewissen Anspruch. Der Wald hat mich nun mal wieder und darüber bin ich wirklich dankbar, denn heute Morgen hat es schon schwüle 24 Grad. Heute Nacht hat sich das Wetter ein bisschen ausgetobt und in einem starken Gewitter hat es ganz schön vom Himmel abgeladen. Jetzt sind die Wege und alles feucht, die Sonne kommt raus, richtig tropisches Klima und die Herausforderung wird dann erst im Rheintal sein. Da hat es dann bestimmt eher in Richtung 30 Grad auch eine schwüle Wärme. Für heute Nachmittag ab 14 Uhr haben sie dann auch eine Regenwahrscheinlichkeit, eine Gewitterwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Da lasse ich mich mal überraschen. Wenn alles nicht hilft, dann muss ich eben die Radtour doch abbrechen. Die Anschlussmöglichkeiten mit der Bahn bestehen im Rheintal und im Kinzigtal. Aber noch gehe ich nur nicht vom schlimmsten Fall aus. Jetzt radle ich erstmal entspannt bei morgendlichem Sonnenschein in Richtung Baiersbronn. Und dann geht's hoch auf den Ruhestein. Bis 12 Uhr soll es auf jeden Fall mal regenfrei sein. Und dann gibt's die große Abfahrt in Richtung Rheintal.
die B294, die heute an einem Feiertag ebenfalls stark befahren ist, habe ich gerade überquert. Jetzt geht's auf direktem Weg in Richtung Baiersbronn. Das Thema Trails und sonstige abenteuerliche Pfade möchte ich heute komplett ausklammern. Ich weiß, das hatte ich auch bei meiner letzten Radtour vor. Auf dem Mooskopf habe ich es nicht ganz geschafft. Es sollte eine entspannte Radtour werden. Und am Schluss war es doch wieder teilweise eine Schikane. Aber heute gehe ich das Thema konsequent an. Nur noch gut ausgebaute Radwege, zumal es auch gestern stark geregnet hat. Da möchte ich schlüpfrige Trails vermeiden. Und zur Not, es gibt jede Menge gut ausgebaute Autostraßen hinab ins Rheintal. Dann werde ich eher so eine bevorzugen, als dass ich irgendwie auf dem Wiesenweg und über Wurzel und Stein hinab schlitter ins Rheintal im Schritttempo. Darauf habe ich heute keine Lust. Bisher gut ausgebaute Waldwege, Kieswege in Richtung Baiersbronn. Es gibt so viele Varianten dorthin und heute mal wieder eine neue. Alle führen nach Baiersbronn und von dort aus geht es dann auf jeden Fall erstmal in Richtung Mitteltal, Obertal hoch auf den Ruhestein. Am Friedensbaum geht's vorbei in Richtung Baiersbronn-Oberdorf. Was für eine Abfahrt hinab ins Murgtal in Richtung Baiersbronn. Und genau dort gegenüber geht es auch gleich wieder bergauf in Richtung Ruhestein. Zum dritten Mal fahre ich dieses Jahr jetzt der Murg flussaufwärts in Richtung Mitteltal, Obertal. Und so langsam zieht auch der Sommer in den Schwarzwald ein. Die Schlucht hier gleicht so langsam einem Dschungel. Ich genieße es heute noch mal ganz besonders hier im oberen Murgtal mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Denn für dieses Jahr 2018 ist die Radtour nach Frankreich
nach Straßburg meine letzte größere geplante Radtour in Richtung Schwarzwald-Hochstraße, Hohestein. Vielleicht noch die eine oder andere kleinere, spontanere Ausfahrt, aber das wird die Zeit zeigen. Jetzt genieße ich heute nochmal meine große Radtour in Richtung Rheintal. Noch knapp einen Kilometer, dann stehe ich in Obertal und dann geht es dort durch die Rotenburg-Schlucht hoch zum Ruhestein. Dieses Mal habe ich mich wieder für die schönere Variante hoch zum Ruhestein entschieden. Und zwar geht es durch die Rotenburg-Schlucht. Das erste Mal, als ich hier von Obertal hoch zur Schwarzwald-Hochstraße gefahren bin, bin ich durch die Rotenburg-Schlucht gefahren. Und das zweite Mal bin ich auf der alten Ruhesteiner Straße, eine asphaltierte Strecke durch den Wald mit sanften Steigungen. Aber ich habe festgestellt, die Rotenburg-Schlucht, die ist wirklich sehenswert. Die andere Strecke, naja, man kommt schnell voran. Parallel dazu verläuft auf dem Wegabschnitt der geologische Lehrpfad, der immer wieder Wissenswertes auf Schautafeln preisgibt. Schotter für den Straßenbau, ein ehemaliger kleiner Steinbruch. Ein bis zwei Prozent Steigung. Auch hier geht es erstmal mit sanften Steigungen in die Höhe. Erst der letzte Kilometer vom Ruhestein muss man dann mal kräftiger in die Pedale treten. Richtig schön hier entlang zu radeln und ich habe auch noch mal meine Radbrille abgesetzt, um es einfach hier alles unverfälscht genießen zu können. Jetzt geht es in Richtung Ruhestein und laut Wettervorhersage soll es in Dornstetten ab 14 Uhr regnen, in Straßburg ab 18 Uhr. Normalerweise kommt das schlechte Wetter aus dem Westen, vom Rheintal kommt der Regen. Und deshalb werde ich sozusagen der Schlechtwetterfront entgegenradeln. Ich schätze mal 12 Uhr, 1 Uhr werde ich die passieren. Und ich hoffe, dass bevor sich die Wolken abregnen und dass ich dann weiter bei gutem Wetter in Richtung Straßburg rollen kann.
bisher von Schlechtwetter noch wenig zu sehen. Allerdings war es vor 5 Minuten mal ein bisschen dunkler bewölkt. Das geht alles sehr schnell hier im Schwarzwald. Von einer Minute zur anderen kann es wechseln, von Sturzregen zu Sonnenschein. Der letzte Kilometer hoch zum Ruhestein, 10% Steigung, und was mir gerade sehr zu schaffen macht, ist die Schwüle, geschätzte Luftfeuchtigkeit 80-90%, teilweise stehende Hitze, und mir rinnt der Schweiß von der Stirn. Ich bin wirklich froh, wenn ich heute oben angelangt bin. Welch willkommene Erfrischungsmöglichkeit am Wegrand. Meine größte Steigung habe ich hinter mir. Ich bin oben am Ruhestein angekommen, und nach der Erfrischung werde ich jetzt noch ein bisschen gemütlich bergab rollen, den Puls ein bisschen runterkommen lassen, nochmal ein bisschen abkühlen, und je nachdem, wo ich dann Lust und Laune habe, entweder schon vorm Rheintal oder dann im Rheintal, werde ich eine kleine Mittagspause machen, bevor es dann weiter nach Straßburg geht. Aber jetzt warte ich erstmal ab, was mich streckenmäßig erwartet, denn den Abstieg über Ottenhöfen kenne ich bisher auch noch nicht. Hier oben am Ruhestein jetzt die Schlechtwetterfront, der Himmel grau, und ich hoffe, dass die Wolken weiter in Richtung Dornstetten ziehen und ich im Rheintal wieder ein bisschen blauer Himmel habe. Alte Ruhensteingasse, Seebach, Karlsruher Grat. Auf dem Radweg werde ich jetzt hinab ins Rheintal fahren. Der Gipfel der Hornisgrinde im Nebel. Ich kann den Sendemast nicht sehen. Das heißt, die Schlechtwetterfront ist jetzt hier oben auf der Höhenlage im Schwarzwald angekommen. Und ich hoffe, dass sie jetzt vorbeizieht, ohne dass sie jetzt hier unterwegs abregnet.
Ein richtig gut ausgebauter Radweg führt hinab ins Tal nach Ottenhöfen. Dort gäbe es sogar Bahnanschluss, wenn jetzt auf einmal der Gewittersturm losgehen sollte. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Ich fahre rein in den Sonnenschein. Ottenhöfen im Ortenaukreis. Was für eine Abfahrt bis hierher. Und jetzt geht es immer noch ein paar Höhenmeter bergabwärts ins Rheintal. Zum Schnapsbrunnen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht hängen bleibe. Denn der Radweg sollte mich weiter in Richtung Kappelrodeck führen. Der Schnapsbrunnen am Weg scheint zum Mühlenweg bei Ottenhöfen zu gehören. Ein sehr beliebter Wanderweg am 1. Mai. Wahrscheinlich auch sehr aufheiternd, denn die Schnapsbrunnen und Moschbrunnen und sonstige Weinstände finden sich hier in regelmäßigen Abständen am Wegrand.
und auch die ersten Kirschen reifen am Wegrand. Ich merke, dass ich jetzt im warmen, sommerlichen Rheintal angekommen bin. Die Ortschaft Kappelrodeck. Fast 1 Uhr mittags, überall wird gegessen, an den Restaurants, an dem Feiertag und überall am Wegrand die Kirschbäume mit roten Früchten. Jetzt bekomme auch ich Hunger auf meine Brotzeit und deshalb schaue ich jetzt mal, wo ich hier irgendwo einigermaßen im Schatten meine Mittagspause machen kann. Hier an dem Bänkle habe ich jetzt einigermaßen einen geeigneten Ort gefunden. Nicht ganz so gemütlich, da ich Straßenlärm im Hintergrund habe. Aber heute möchte ich eine kurze Mittagspause machen, denn über mir, da zieht es sich wirklich jetzt relativ zügig zu. Der Himmel wird dunkelgrau und ich möchte auf jeden Fall irgendwie, wenn es geht, bis nach Straßburg kommen mit dem Fahrrad. Zur Not kann ich von dort aus noch mit dem Zug zurückfahren. Und deshalb gibt es jetzt eine zweckmäßige kurze Brotzeit und dann geht es gestärkt weiter. Da es heute mit der Mittagspause ein bisschen zügiger vorangehen muss, habe ich bereits zu Hause meine 2 Brötchen belegt. Eins ist noch verpackt. Mit Schmelzkäse und Pepperoni-Salami. Die lasse ich mir jetzt schmecken und dann geht's weiter in Richtung Straßburg. Und die sind immer noch gut. 3 Stunden im Rucksack. Das geht noch. Weiter geht's in Richtung Straßburg. Noch geschätzte 35 Kilometer. Dann sollte ich in der Stadtmitte am Münster stehen. Und so eben, wie es hier im Rheintal ist, komme ich jetzt auch relativ zügig voran. Ich trete in die Pedale, denn der Radweg hier ist jetzt an der Autostraße nicht sonderlich sehenswert, aber gut, um Strecke zu machen. Richtig schön hier entlang zu radeln. Für mich das erste Mal, dass ich mit dem Fahrrad in diesem Jahr
im Rheintal unterwegs bin. Momentan genieße ich es auch, dass es über mir bewölkt ist. Das bedeutet Schatten, nicht ganz so heiß und vor mir blauer Himmel. Was möchte man mehr? So kann man in Straßburg ankommen. Im Rheintalradweg fahre ich jetzt in Richtung Kehl. Allerdings ist die Stadt bisher noch nirgends angeschrieben. Im Hintergrund der Schwarzwald, dort sieht es bereits grau, bewölkt und nach Regenwetter aus. Und vor mir das Rheintal, das fahre ich gerade entlang in Richtung Kehl, Offenburg. Das Wetter hält sich noch und wenn ich Glück habe, stimmt die Wettervorhersage, dass es hier erst um 18 Uhr regnet. Trotzdem fahre ich gerade mit 27 km/h hier entlang. Und schau, dass ich einigermaßen Strecke mache, denn ich möchte nicht erst am späten Nachmittag in Straßburg eintreffen, sondern am späten Nachmittag eher wieder mit der Bahn in Richtung Dornstetten fahren. Bisher verlief alles optimal und auch hier im Rheintal angenehme 24 Grad, ein leichter Fahrtwind und die Sonne sticht nicht. Es ist auch nicht so schwül. Wenn das Wetter sich so hält, der ideale Tag, um nach Straßburg zu radeln. Als nächstes überquere ich die Rheintal-Autobahn, die von Karlsruhe in Richtung Basel führt. Ab hier verläuft auch der ausgeschilderte Radweg ein Stück auf der Autostraße entlang. Zum ersten Mal ist es Kehl und Quark als Radweg angeschrieben. Somit ist Straßburg auch in greifbarer Nähe. Das Wetter, das hält sich, aber ich spüre schon ab und zu den einen Tropfen. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall in Straßburg trockenen Rades ankomme. Und zur Not kann ich von Kehl immer noch mit Zug zurück übers Kinzigtal nach Dornstetten fahren und mir das letzte Stück der Radtour bis nach Gengenbach ersparen. Aber das warte ich jetzt einfach mal ab. Als nächstes überquere ich die B28, die ebenfalls hoch in den Schwarzwald führt. Und direkt daneben die Kinzig, die von Offenburg nach Kehl fließt. Und kurz hinter Kehl mündet sie auch schon in den Rhein.
der Hauptbahnhof von Kehl und vor mir die neue Rheinbrücke für Fußgänger, Radfahrer und die Bahn in Richtung Straßburg. Ab jetzt wird es auch für mich abenteuerlich, denn jetzt geht es in Richtung Straßburg Zentrum und da muss ich mich als Radfahrer durchkämpfen. Großstädte sind für mich immer ein Stressfaktor, da steigt der Adrenalinspiegel. Aber ich habe eine Route geplant und irgendwie komme ich jetzt zum Münster. Aber erstmal überquere ich den Rhein. Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal mit dem Fahrrad am Rhein unterwegs. Letztes Jahr war es bestimmt 2-3 Mal. Die neue Rheinbrücke bis zum anderen Ende habe ich die bereits befahren, aber danach ging es nicht mehr weiter in Richtung Straßburg. Einmal kurz mit dem Fahrrad am Straßburger Münster stehen. Das Ziel der heutigen Radtour. Aber ich bin dann auch wieder froh, wenn ich schnell mich wieder auf dem Rückweg in Richtung Schwarzwald machen kann. Ersten Mal das Tagesziel in Blickweite des Straßburger Münster und bisher hat alles sehr gut geklappt. Neu gebaute Radwege und neu gebaute Brücken. Ich komme gut voran. Was für ein Verkehrschaos, Krach, Lärm, Abgase. Immer wieder müssen Straßen überquert werden. Das sind auch die Gründe, wieso ich nicht gern mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs bin. Geschafft. Ich stehe vorm Straßburger Münster, genieße kurz den Moment und dann geht's zurück in Richtung Kehl. Was für ein Rummel in der Stadt. Jetzt schiebe ich mein Fahrrad wieder weg vom Münster, raus aus der Fußgängerzone und dann geht's zurück auf Radwegen zur Rheinbrücke. Ein zweites Mal überquere ich die neue Rheinbrücke zwischen Straßburg und Kehl. Eine weitere Verbindung in Europa. Und dann stehe ich wieder in Deutschland und werde weiter in Richtung Kinzigtal fahren.
eingeschafft. Ich bin auf dem Kitzigdamm auf dem Radweg in Richtung Offenburg unterwegs. Die Fahrt durch Straßburg ist reibungslos verlaufen. Die Schneider Münster. Und jetzt ist alles wieder viel entspannter hier auf deutschen Radwegen. Die sind ja vertraut. Und jetzt geht es zurück in Richtung Schwarzwald. Der Plan ist jetzt, dass ich irgendwo mal zwischendurch anhalte. In meinem Rucksack noch eine Flasche Mineralwasser. Denn meine beiden Trinkflaschen, die sind jetzt leer. Und dann kommt die Flasche dran. Eine Erfrischung, ein bisschen Flüssigkeit. Und dann geht es ganz entspannt in Richtung Gengbach weiter. Und jetzt, wo ich so ganz für mich auf dem Kinzigdamm entlang radel, den Schwarzwald vor mir, fühlt sich alles wieder viel leichter an und befreiter als in dem Moment, wo ich mir meinen Weg in Richtung Straßburger Münster gebahnt habe. Mann, eine Flugshow mit Modellbauflugzeugen und hier ein Düsenjäger. Direkt vor mir der Schwarzwald, bis Offenburg noch 15 Kilometer und bis Gengbach noch 23. Ist denn jetzt noch ein Kinderspiel, nachdem meine bisherige Radtour fast ohne Steigung war. Auf den letzten Kilometern gebe ich noch mal alles. 20 Kilometer und eine Stunde habe ich noch, dann fährt der nächste Zug. Den möchte ich eigentlich erreichen. Und deshalb fahre ich hier gerade mit 28 bis 30 km/h entlang. Jetzt bei 30 Grad. Ich möchte es noch mal wissen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich meinen Zug noch erreiche. Nochmal die Autobahn A5, kurz vor Offenburg, diesmal unterquere ich sie. Liebe Radfreunde, noch 3 Kilometer bis Offenburg. Und 13 Kilometer bis Gengbach. Eine knappe Stunde habe ich noch. Ich habe mir gerade auf den letzten 10 Kilometern einen Zeitvorteil herausgeradelt. Und zwar bin ich fast mit 30 km/h im Durchschnitt vorangekommen auf dem Deich der Kindlich. Und jetzt möchte ich den Moment nutzen, kurz vor Offenburg mich zu verabschieden. Kurz und knapp. Es war eine geniale Radtour. Ich stand am Straßburger Münster. Das Wetter hat mitgemacht und so wie es ausschaut, komme ich auch noch pünktlich auf den Zug. Was möchte man mehr für einen Tag oder an einem Tag, an dem Gewitterwetter vorhergesagt worden ist. Ich habe es genossen und wenn ich zu Hause ankomme, lasse ich erstmal meine Beine auszapfen.